Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Wolf Fuß und neben mir hat wie immer Frank Buschmann Platz genommen. Buschi. Hallo auch von meiner Seite. Heute stehen eigentlich alle Zeichen auf Spitzenfußball. Die heutige Partie Hannover 96 gegen Borussia Dortmund. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. In der letzten Partie, da hat er ja wirklich nach Belieben getroffen. Da können wir nur hoffen, dass er heute an diese tolle Leistung anknüpft. Und so gehen es die Hannoveraner an. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. Borussia Dortmund dürfte durch den jüngsten Heimsieg motiviert sein, als es gegen RB Leipzig ging. Da stand ein verrücktes Ergebnis am Ende auf der Anzeigetafel. Ich setze wieder auf Sie. Reus. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Witzel. Jetzt Marco Reus. Da passt er auf, Ball geklärt. Jetzt könnte der Pass kommen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Die Dortmunder mit der Ecke. Da kommt die Ecke. Delaney. Nee, so nicht. Da vergibt er die Chance. Kein guter Versuch. Da war definitiv mehr drin nach der Ecke. Das wird ihn ärgern. Reus. Hazard. Fängt diesen Ball ab. Füllkrug. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Oh, viel Platz jetzt für Mandzukic. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor. Das wird interessant hier. Und den macht er mit seinem Schwächeren, Buschi. Ja, so schwach kann er aber nicht sein, wenn er damit trifft. Die Borussia also jetzt vorne. Jonatas. Philips. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Da kommt die Flanke. Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Philips. Jetzt die Flanke. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier noch mal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurecht feiern. Bei dem Treffer hat alles das könnte die Führung geben. Reus! Die Führung also jetzt. Und das haben Sie sich wirklich verdient. Sehe ich auch so. Sind hier klar die bessere Mannschaft und das Tor ist eine logische Folge. Man hatte sie im Vorfeld schon stärker eingeschätzt. Und das bestätigen Sie hier. Gute Leistung, einige Torchancen und folgerichtig der Treffer. Ganz genau, und das sehen wir jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Jetzt liegt die Dortmunder Borussia vorne. Wimmer.
Wallace. Phillips. Wird das eine Torchance? Sie suchen die Lücke. Er schießt. Matt Phillips. Frank Aschampong. Füllkrug. Reus. Mandzukic. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Kurze Flanke. Kein Problem für den Torhüter. Frank Aschampong. Wallace. Phillips. Jonatas. Bebu. Schuss! Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Es gibt Ecke. Ecke Phillips. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Hazard. Jetzt Mandzukic. Reus. Marco Reus auf dem Flügel. Reus mit der Hereingabe jetzt. Klasse Aktion, super Kopfball, aber noch besser gehalten. Den Ball spielt er raus. Jonatas. Er bekommt hier Unterstützung. Super dazwischen gegangen. Bebu. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Da passt er auf, Ball geklärt. Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Jetzt Witzel. Reus. Ecke für den BVB. Der Ball kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Kommt jetzt die Flanke? Ja, das sah so gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ecke für Borussia Dortmund. Die Ecke kommt. Das ist noch gefährlich. Jonatas. Jetzt können sie vielleicht kontern. Weg ist der Ball. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Dortmund über außen. Da suchen sie Mandzukic. Abgeblockt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Witzel. Gelegenheit. Brandt. Gleich kommt der Eckball. Sie müssen aufpassen. Da kommt die Ecke. Da können sie erstmal klären. Drei Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. Gute erste Hälfte für den BVB, die Borussia führt, jetzt geht's hier weiter. Jetzt Marco Reus. Stark gemacht, das könnte was werden. Jetzt ist er drin, Reus mit dem Tor. Da zeigt er seine Qualitäten, er strahlt eine unglaubliche Torgefahr aus. Da hat er den Doppelpack, sehr gute Leistung. Drei-eins heißt es also jetzt. Phillips. Wallace. Das könnte die Chance werden. Füllkrug. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Jadon Sancho. Hazard. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Phillips.
Guter Pass. Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Nun Kier. Jadon Sancho. Hazard. Wird das eine Torchance? Gefährlich! Reus! Das ist der Treffer! Reus heute überragend. Das war schon das dritte Tor in dieser Partie. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Füllkrug. Franck Aschampong. Klasse Ball gewinnen, vielleicht machen sie jetzt was draus. Fängt diesen Ball ab. Den Ball hat er, ganz souverän. Also sein nächster Arbeitgeber ist ja nun bekannt. Er geht zu den Bayern. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Jetzt vielleicht. Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. Hazard. Thomas Delaney. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Wolf. Er versucht's. Da hat nicht viel gefehlt, aber der Ball geht am Pfosten vorbei. Jedwai. Jadon Sancho. Da kommt niemand ran. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da kommt der Schuss. Hazard. Mandzukic. Und er gewinnt den Zweikampf. Gute Aktion, gut geklärt. Nun Mandzukic. Schwache Aktion, Ballverlust. Esser. Marvin Bakalos. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Wimmer. Nee, das war nicht genau genug für Marco Reus. Marvin Bakalos. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Das könnte die Gelegenheit geben. Geht er rein? Der muss passen. Das ist das Tor für den BVB. Und den Dortmunder Treffer schauen wir uns hier noch einmal an. Da ärgert sich der Torhüter und das ganz zu Recht. Er hält das gut, aber hat im Anschluss keine Chance mehr. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Bebu. Jonatas. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Schöne Flanke.
Hazard. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Marvin Bakalorz. Hazard. Schönes Zuspiel. Und jetzt die Chance. Ans Aluminium. Da klärt er wieder einmal. Gute Leistung. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Jetzt ist Platz für den Kopf. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Klasse Moral. Sie versuchen nochmal ein Spiel zu finden. Schuss! Mit dem Ball hat er gar keine Mühe. Hazard. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Sie haben den Ball. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Marvin Bakalorz. Füllkrug. Jetzt schießt er. So, liebe Zuschauer, das ist der Schlusspfiff. Borussia Dortmund hat gewonnen. Wie siehst du die heutige Leistung von Reus? Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung.